Hallo und herzlich willkommen zu Genie TV. Heute haben wir Santiago Ziesmann zu Gast. Hallo Santiago. Hallo, ich freue mich. So, dann fangen wir mal gleich an mit dem Interview. Und zwar, die erste Frage. Wie sind Sie zum Synchronsprechen gekommen? Ja, das ist natürlich eine Frage, die häufig gestellt wird. Der Synchronbereich ist ja eigentlich kein eigener Beruf, beziehungsweise es ist damals nicht gewesen. Es ist inzwischen, hat es sich dahin ein bisschen entwickelt. Das ist eigentlich ein Nebenzweig des Schauspielerberufes. Früher war es so, dass die Schauspieler, die abends Theater gespielt haben, hier vom Staatstheater, ne, oder vom Stadttheater, wenn die über Tag keine Proben hatten, dann waren die im Synchronstudio und haben Filme synchronisiert. Und als das den Boom gab im Fernsehen mit den ganzen privaten Sendern, da brauchte man natürlich viel mehr Sprecher, als zur Verfügung standen. Und da hat es dann sehr viele Seiteneinsteiger gegeben, ne? Und die dann praktisch nur in Anführungsstrichen Synchronsprecher sind. Also wie gesagt, im Grunde genommen, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht und bin Schauspieler und arbeite als Schauspieler auf der Bühne, vor der Kamera, vor dem Mikrofon. Und somit natürlich auch für Synchronarbeiten. So bin ich praktisch damals dazu gekommen. Okay, ist ja ganz schön interessant. Ja. Ganz viele Sachen sind ja in Ihrer Vita, zum Beispiel unter anderem Synchronsprechen, wie Sie schon sagten, ja. Und Schauspielen. 1953 sind Sie in Madrid, Spanien geboren, ja. Haben in den 70ern eine Schauspielausbildung gemacht. Lebten Sie denn auch in Spanien? Nee, ich war, glaube ich, ein Dreivierteljahr, also da war es, als meine Mutter mit den Kindern wieder nach Deutschland zurückkam. Und ich bin praktisch ein richtiger Berliner, bin in Berlin, Kreuzberg und Kiez groß geworden. So, okay. Wie sind Sie jetzt ins Schauspiel gekommen? Das war auch ganz interessant und glaube ich, nicht so der übliche Weg. Und mich hat damals ein Fernsehregisseur aus der Schule entdeckt. Das ist wirklich so, wie man so sagt, so auf der Straße oder auf der Schule. Das war ein Fernsehregisseur, der suchte einen 7-jährigen Jungen für die Hauptrolle für einen Fernsehfilm. Und wollte jetzt kein Kind haben von diesen üblichen Fernsehagenturen, sondern ein unverbrauchtes Gesicht und ein Kind, was noch nicht vor der Kamera stand, mit dem er arbeiten kann. Und ging durch die Schulen, und um das jetzt abzukürzen, irgendwo hat er mich da auf dem Schulhof dann gesehen. Und ich war damals aber schon 11, war aber auch nicht sehr groß und hat er mich so in eine Reihe gestellt mit den anderen 7-8-Jährigen und hat dann mit mir Texte gelesen. Und da hatte ich natürlich den Jüngeren was voraus, weil ich natürlich schon viel weiter war in der Schule. Und ja, wie gesagt, um es abzukürzen, wurden Probeaufnahmen gemacht und dann habe ich mit 11 Jahren dann die erste Rolle vor der Kamera gespielt für einen Fernsehfilm. Und dann ging es ganz schnell, dass eine Fernsehagentin kam, da bin ich in die Agentur gekommen und dann habe ich damals schon während der Schulzeit immer in den Ferien vor der Kamera gestanden für Fernsehsachen. So bin ich da als Kind reingerutscht. Okay, dann wurden das Synchronsprechen angefangen. Das Synchronsprechen hat eigentlich parallel dazu angefangen. Wie gesagt, als ich als Kind meinen ersten Fernsehfilm machte und wir die Außenaufnahmen, so wie das heute auch noch üblich ist, nachsynchronisieren mussten, weil da zu viele Nebengeräusche sind. Das heißt, meine erste Tätigkeit im Synchronstudio war damals, dass ich mich selber synchronisiert habe als Kind. Den Film, den wir gedreht haben, meinen die eigenen Aufnahmen, nicht nachsynchronisiert. Und dann sind die vom Studio aufmerksam geworden und meinten so, ach, ganz begabt der Kleine und hat ein gutes Ohr und ist sehr musikalisch. Lass doch mal die Nummer da von deiner Mutter, wenn wir was haben, dann melden wir uns mal. Und dann ging das so langsam los, damals auch so mit den amerikanischen Serien, zum Beispiel Western-Serie Bonanza oder so. Ja. Wenn dann so ein kleiner Farmersjunge kam, wie gesagt, riefen die mich an und dann habe ich das gesprochen. So bin ich als Kind da praktisch schon reingerutscht. Das ist ja richtig geil. Ja. Also die Liste von Ihren Synchronisationen ist ja eigentlich schon relativ lang. Ich habe jetzt immer 4 Punkte aufgeschrieben. Unter anderem Steve Urkel von Alle unter einem Dach, Ferkel von Winnie Pooh, Pfefferkuchenmann von Schreck und natürlich SpongeBob SquamKopf. Ja. Der bekannte schon. Könntest du uns vielleicht eine Kostprobe geben von SpongeBob? Ja, können wir gerne machen. Also, ich bin jetzt ja gerade nicht in Bikini Bottom, sondern zu Besuch in Berlin. Und hier kann ich leider nicht mit Patrick Walfisch, das ist so schade. Aber ich gehe nachher wieder nach Hause und dann werde ich Gering füttern. Ja. Unverkennbar. Ja. Was für Musik hört ihr denn gerne? Ich habe gar keinen festen oder irgendwie so, sagen wir mal, speziellen Musikgeschmack. Das kommt bei mir immer mal so ein bisschen auf die Stimmung an. Also ich höre gerne ab und zu auch mal klassische Musik. Höre aber natürlich auch schon in den Charts so von den neueren Sachen. Was haben wir denn jetzt zum Beispiel gerade aktuell? Wir machen das zum Beispiel auch vom SpongeBob immer diese Coverversion. Da kommt jetzt auch demnächst ein neues Album raus. Und dadurch lerne ich natürlich auch viele Titel kennen, die ich vielleicht sonst nur so mal gehört habe oder was.
Da ist jetzt auf dem neuen Album unter anderem drauf dieses Happy. Genau, das ist ja schon ganz drauf auf der Seite jetzt. Stimmt, ne? Das ist als kann man komplett schon mal hören. Das gab es als Kurzversion, aber jetzt gibt es als richtig, ja. Also wie gesagt, eigentlich querbeet. Ich habe eine lange Zeit, war ich auch ein richtiger Schlagerfuzzi und habe deutsche Schlager gehört. Richtig so als Gegensatz zu den ganzen englischen und internationalen Sachen. Also ich bin da überhaupt nicht festgelegt. Okay. Schöne Musik, die mir gefällt, je nach Stimmung halt. Das ist natürlich der schönste Ort, an dem Sie jeweils waren. Schönster Ort, das ist schwer. Oh. Wir sind im Urlaub sehr oft auf den Kanaren, auf Teneriffa, und da mag ich das Klima sehr. Da bin ich sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, die ganzen kanarischen Inseln sind, glaube ich, sehr schön. Das glaube ich auch. Die Frage von Tim. Kam es schon mal vor bei der Stimmverstellung über Ferkel oder SpongeBob zur Heiserkeit? Ja. Das kann ganz schnell passieren, zumal wenn wir Aufnahmen im Winter machen, wenn es draußen kalt ist. Und das geht auf die Stimme oder wie gesagt, man holt sich mal eine Erkältung, steckt sich irgendwo an. Das geht ganz schnell mal. Und da kann ich leider nicht sprechen, dann müssen die Tage ausfallen und die müssen wir dann ganz schnell irgendwann nachholen. Aber das passiert schon. Das ist natürlich wichtig, dass man die nachholt. Ja. Auch viele Serien sind aufgewachsen mit ihrer Stimme, unter anderem Dragon Ball Z, ja. Yu-Gi-Oh!, Gwen von Ren und Stimpy, ja. Videofilme und Werbespots. Gab es schon mal Probleme im negativen Sinne mit ihrer Stimme? Also, dass irgendwas Negatives war? Naja, zum Beispiel bei Dragon Ball war es ja so, dass ich besetzt wurde mit meiner hohen, weichen Stimme, weil dieser Oberbösewicht hier, der Vegeta, das war das Interessante eigentlich im Original, dass der ganz lieb gesprochen hat und umso größer war nachher eben die Umkehrung, dass der Oberbösewicht ist. Sonst hätte man das, wenn der so spricht, dann weiß man das von Anfang an nicht. Also wir haben das ganz bewusst gemacht und ich wurde darauf eben besetzt, weil wir uns nach dem Original gerichtet haben. Und da waren viele von den eingefleischten Fans nicht mit einverstanden. Und haben dann hier bei der Firma angerufen, Mails geschickt und alles, ja, das geht ja gar nicht, die Stimme auf dem und so. Und dann haben die mich umbesetzt. Und so ist auch gut, okay. Ja, das ist professionell, gehört zum Beruf, das kann passieren. Und irgendwann kam dann nochmal ein Anruf nach einer Weile, der wollte mich wieder zurückhaben. Der hat gesagt, das geht ja nicht. Also muss ich irgendwann dann auch mal entscheiden und muss eine Begründung auch dafür haben. Und damit war die Sache für mich auch erledigt. Also das kann schon mal passieren, dass man irgendwo hinkommt. Man ist jetzt auch irgendwie falsch besetzt oder man merkt selber auch, das passt jetzt nicht. Und dann spricht man einfach drüber und sagt, komm, gut durch den anderen. Ja, einer ist auch wirklich passiert, war eine lustige Figur, aber der war im Original viel, viel tiefer. Er hat gesagt, ich muss so drücken, meine Stimme ist ja viel höher. Dann holt das doch gleich jemand, der eine dunklere Stimme hat. Es gibt ja genug andere Sprecher. Ich muss mich daher nicht abquälen und ich spreche dann lieber andere Sachen, die wieder besser passen. Zum Beispiel SpongeBob. Ja, ne? Und wenn es dann passt, ist es ja auch okay. Also das kann ganz schnell mal passieren. Wir haben auch im Internet gefunden, unter anderem SpongeBob Telefonverarsche. Ja. Da hat jemand was zusammengeschnitten. Ja, das spielen wir euch mal jetzt ein. So, das zeige ich dir jetzt hier. Das schneiden wir ja raus. Das ist alles der Weg. Ich habe das schon gehört. Ich kann mich da gar nicht mehr. Hallo. Moin, moin. Wie geht es Ihnen? Wer ist denn da? Ich bin SpongeBob. Ja und? Mit Antik alles okay? Ja. Hat jemand einen Triple Burger Spezial bestellt? Nee, haben wir nicht bestellt. Sonst noch irgendwas? Wie war das dreifacher Doppelnussbecher? Nee, wir haben nicht angerufen. Was? Hey, Moment mal. Ja? Bestellung ausgeführt. Ja, ist schön, aber da bist du immer noch falsch bei uns. Wirklich nicht? Also sonst noch irgendwas, weil sonst lege ich jetzt wieder auf, das ist mir zu blöd hier mit dir. Na und? Punkt aus, fertig. So, und jetzt willst du jetzt normal anrufen, wenn ich auflege oder was? Ja, einmal. Also, mach's gut und ruf mich nochmal an. Ich bin ein taubes Nüsschen, ja. Yeah. Du bist ein taubes Nüsschen, ja. Yeah. Wir alle sind taube Nüsschen, ja. Yeah. Taube Nüsschen, ja. Yeah. Ja? Hat jemand einen Triple Burger Spezial bestellt? Ich glaube jetzt nicht. Bestellung ausgeführt. Schon wieder? Was? Ob Sie das schon wieder sind? Ja. Sie haben doch gerade eben schon mit meinem Mann gesprochen. Ja. Hat Ihnen nicht deutlich gesagt, dass er mit Ihnen nichts zu tun haben will und dass Sie uns in Ruhe lassen wollen? Ja, ja. Was soll denn das jetzt? Wie war das dreifacher Doppelnussbecher? Wir haben nichts bestellt. Triple Burger Spezial. Hat hier niemand etwas bestellt und jetzt lassen Sie uns die Fälle in Ruhe. Bestellung ausgeführt. Es gibt keine Bestellung. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich kapier's leider nicht. Ja, scheinbar nicht. Nee. Hier bei uns und bei dieser Nummer hat niemand etwas bestellt. Ist das jetzt klar? Ach so, jetzt kapier ich das. Ich möchte jetzt auch bitte nicht mehr, dass Sie hier nochmal anrufen, weil Sie belästigen uns hier. Na dann, viel Glück. Das ist ein Geschäftstelefon. Ja, ja. Willst du sowas? Wo waren wir stehen geblieben?
dass wir hier nichts herliefern, weil wir nichts bestellt haben. Ist das jetzt klar? Es reicht jetzt. Wie war das dreifacher Doppelnussbecher? Aber du hast ja doch nicht alle, du Vogel. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Raffet jetzt. Reißen Sie sich zusammen. Wer reißt sich denn hier nicht zusammen? Das macht dich ziemlich stinkig. Das fällt mir gar nichts mehr ein. So, und jetzt legen wir auf und damit ist das Gespräch beendet und Sie rufen hier auch nicht mehr an. Wir haben nichts bestellt. Sie wollen nichts von uns und wir nicht von Ihnen. Ist das klar? Jetzt geht's zur Sache, Freunde. Yeah! Beendet das Gespräch. Hören. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich höre überhaupt nicht mehr zu. Wir legen jetzt auf und damit hat sich das. Ja, da sind wir wieder. Ja. Das ist ja unmöglich. Heftig, ja, ja. Kommt es an die auch auf Sie zurück? Wurden Sie deswegen schon mal angesprochen deswegen, oder? Ich glaube, ein oder zweimal war es irgendwie ein Thema im Gespräch, aber das waren Leute, die natürlich auch wussten, dass ich, dass das ja nicht von mir initiiert ist, sondern dass die Stimme einfach dafür dann benutzt wird. Ne? Aber das ist schon ein komisches Gefühl, nicht? Man wird da praktisch irgendwie benutzt für irgendwas und hat da gar keinen Einfluss drauf. Ne? Ja, das stimmt. Gab es denn mal jetzt andere, zum Beispiel auch positive und witzige Sachen, wo Sie erkannt wurden? Ne? Ja, also das passiert alle Nasenlangen und witzigerweise, vor Jahren war es halt noch so, wenn ich irgendwo war und gesprochen habe, nicht, dann passierte das schon mal, dass jemand guckt oder... Wenn ich mit dem Taxi gefahren bin, Taxifahrer, und ich unterhalte mich und guckt ja plötzlich immer in den Rückspiegel, konnte mit dem Gesicht nichts anfangen und sagt, es sei denn, dass ich ihre Stimme schon mal gehört habe oder so. Ne? Oder der Klassiker, den ich immer wieder erzähle, was auch passiert ist im Bäckerladen, ne? Dass ich mich unterhalten habe und dann eben die Frau mit dem kleinen Mädchen, der kam dann an. Bist du der Sportsport? Ertappt, ne? Mhm. Und witzigerweise, so in den letzten anderthalb, zwei Jahren, es ist, passiert es immer häufiger, dass ich auch von der Optik her auf der Straße erkannt werde. Und das ist jetzt die Generation YouTube, Internet, Facebook, ja. Weil die natürlich sich schlau machen und auch gucken und die kennen dann das Gesicht hinter genau. Der Stimme. Also das ist irre. Ne? Also, wie gesagt, das sind alles junge Leute, aber es sind durchweg also positive Reaktionen, die dann kommen. Ja. So, ey, hallo, bist du Spongebob? Komm, mach mal ein Foto oder was. Das ist auch so ein Ding. Früher hat man dann Autogramme gegeben und heute halt eben wird das Selfie gemacht oder genau. Kannst du mal was aufsprechen hier. Also von daher, das hat sich verändert, aber ich finde es toll, das ist ja ein Feedback, was ich bekomme für meine Arbeit. Ne? Das ist auf jeden Fall. Also ich freue mich. Ne? Würden Sie auch SpongeBob mögen, wenn Sie nicht sprechen würden? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich bin jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe. Und ich glaube, dass die Serie auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Man muss sich auf diesen Quatsch einlassen. Auf der anderen Seite, wenn man das macht und sich da eingeguckt hat, funktioniert das wunderbar und dann habe ich das Gefühl, dass man auch als Erwachsener da sehr viel Spaß haben kann. Und man merkt ja auch an dem Erfolg, es sind ja nicht nur Kinder, die das gucken. Ne? Ich merke das auch an dem Feedback, was ich bekomme, dass sehr, sehr viele Erwachsene das gucken und da ihren Spaß bei haben. Okay.